Tobi Toast. Let's Plays mit Geschmack. Ist das ekelhaft. Liebe Freunde, willkommen zu einer kleinen Runde Dead by Daylight. Heute natürlich auch mal wieder unterwegs mit dem guten Dwight Fairfield oder auch besser bekannt als der tollpatschige Pizzabote aus der Nachbarschaft. Ja, nachdem wir in den letzten Streams ja eine Menge Spaß mit dem Game gehabt haben und euch in den folgenden ja nicht unbedingt immer damit nerven wollte, dachte ich mir, ich lasse meine Lust darauf doch einfach mal in ein paar kleinen, süßen, schnuckeligen Videos aus, die ich dann jetzt in nächster Zeit einfach mal hochladen werde. Aber liebe Freunde, jetzt erstmal kurz Konzentration. Ich habe hier gerade eben schon gesehen, wir haben hier ein ganzes Bataillon an Heimwerkern dann quasi am Start, ja. Ich glaube, das wird eine wahre Freude. Ich habe heute übrigens noch Dinge damit vor. Das wollte ich schon mal gesagt haben. Aber erstmal werden wir hier kurz ein paar Generatoren klar machen. Und dann werde ich mir einem dieser Haken annehmen, ja. Einige, die die Livestreams verfolgt haben, wissen wahrscheinlich schon, was ich jetzt vielleicht eventuell mal wieder vorhabe. Ob das Ganze funktionieren wird? Och, Mädchen, Alter, weißt du? Werkzeugkoffer dabei, kann aber trotzdem nichts. Es ist echt unglaublich. Sollte ich mir Sorgen machen? Heimwerker laut! Ha! Ja, natürlich kriegt es wieder der kleine Pizzabote ab. War natürlich mal wieder klar gewesen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich hätte die Palette. Wo ist er denn? Ich. War er jetzt wirklich da gewesen oder war das jetzt nur so ein Kumpel? Oh, ich hinterlasse eine Regelblutung. Vielleicht soll ich mich erstmal in einer kleinen süßen Ecke verstecken und mich erstmal heilen, was glaube ich nicht geht. Nee, das ging tatsächlich, glaube ich, nur mit dem. Ja, wir erinnern uns. Mit dem Medikit. So, dann wollen wir mal ans Werk gehen, liebe Freunde. So, schön vorsichtig. Die Frage ist jetzt nur, mache ich die Dinger komplett kaputt oder lasse ich die so auf 99%? Ich habe ja nämlich eventuell vor. So, dass wenn der Killer kommt, den man aufhängen will, ich dann mal eben kurz zu den Haken hinsprinte und das Ding kaputt mache und den Killer quasi mal so ein bisschen trolle. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie witzig. Und ja, die Idee habe ich von Seth, bevor irgendwer ankommt und drum meckert. Oh, so, Moment. Das Ganze ist zu time, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Am besten geht das natürlich, wenn du ein komplettes Team hast, mit dem du dich absprechen kannst. Wo man sagt, gut, der eine kümmert sich mal eben kurz um die Haken. Und die anderen sagen dann ihm halt Bescheid, wenn es soweit ist. Hier ist noch ein Generator. Den werde ich gleich mal machen. Ich werde aber. Ziemlich riskant, was ich hier gerade mache, liebe Freunde. Aber so ist mein Leben eben, ne? No risk, no fun. So. Man kennt es natürlich von mir. So. Freundchen, ne? Was ist denn los? Ja, hast den Pizzaboten ausgemacht, hä? Ja, habe ich mir schon gedacht, du Kleiner. Hey, sag mal. Normalerweise war ich immer der Flinkeste auf der Straße mit meiner kleinen Mofa, aber... Naja. Klopapierbüchse scheint wohl eher... Ach komm, komm. Das ist wieder klar. Hör auf mich zu schlagen, was soll das denn? Ja, weg mit deinem komischen, mit deiner komischen Klopapierwindel da. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein oder wird drauf aufgehängt oder was auch immer. Kann mir mal jemand hier runterhelfen? Ich habe heute noch ein bisschen Pizza auszuliefern, also... Hallo? Hallo? Leute? Leute? Ich... Was machen die da drinne? Ich glaube, die spielen Verstecken oder so. Leute, ich hab hier ein... Hey, hi, es wird dir langsam gerade ein bisschen knapp. Ich habe hier gerade eine Aufnahme. Es wäre sehr schön, wenn ihr heute noch... Lass das bitte, dankeschön. Es wäre sehr schön, wenn einer meiner Teammitglieder mir heute noch mal helfen würde. Warum bräucheln die da jetzt? Ja, dankeschön, Leute. Ich weiß nicht warum, es war schon im Livestream so. Wenn ich versuche, die Haken zu sabotieren, dann passiert immer solche Sachen. Jetzt kommt doch mal endlich her. Ja, auf den letzten... Nein, nicht die Richtung. Hier bin ich. Bin echt enttäuscht. Bin gerade echt enttäuscht von dem Team. Die laufen einfach, die laufen nur weg. Die laufen nur weg. Die helfen mir nicht, die laufen nur weg. Okay, Leute, ich glaube, das war's gewesen. Kann das sein? Ich glaube... Nee, das... Wird heute nichts mehr. Ich glaube, das war's. Ja, der große Plan von Tobi. Jetzt hör mal auf, hier die ganze Zeit rumzuglöckern. Ach,
der steht hier gerade wirklich, ne? Wisst ihr, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Game. Ach, der kann sich unsichtbar machen, glaube ich. Oder wie war das? Leute. Leute, ist... Also, wenn ihr euch beeilt und jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Zickzack-Kurven lauft. Das ist ein Arschloch-Team gefunden. Das ist echt... Also, das ist ein Arschloch-Team. Das ist ein richtiges Arschloch-Team. Ja, könnt ihr mal sehen. Kriegt heute Abend eben halt keine Pizza, ne? Ist eben halt mal so. Dann dürft ihr euch aber eben halt auch nicht beschweren. Was, Alter, das ist... Also... Ja, liebe Freunde, nachdem sich das Spiel eben ganze zweimal im Ladebildschirm aufgehängt hat und die letzte Runde tiefe Wunden in meinem Herz hinterlassen habe, dachte ich mir so, wir, naja, spritzen nochmal eine kleine Runde mit dem Killer hinterher, damit ich nochmal auf einen kleinen Rachefeldzug gehen kann, um mich für die Geschehnisse in der letzten Runde, naja, zu rächen eben, ne? Und das geht natürlich am besten, indem wir natürlich einmal den Menschenfresser spielen, den ich übrigens einmal von einem Zuschauer geschenkt bekommen habe. Übrigens nochmal danke dafür. War hier etwa gerade jemand gewesen? Hallo? 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 Möchte übrigens dazu sagen, ich bin vielleicht nicht unbedingt der beste Killer in diesem Spiel, ne? Das muss man nun mal ganz kurz erwähnt haben. Am besten ist es, wir laufen immer schon die... Das ist auch langsam mal gut, oder fliegen die auch bei uns immer weg? Ich weiß das gar nicht. Oder ist da oben jemand? Entschuldigung? So, jetzt sollten wir langsam mal Gas geben. So, also auf jeden Fall die Generatoren einmal schön und brav ablaufen, wie es sich natürlich ge... Oh, da geht's schon los. Wenn ich hier mal um den Baum stampfe, ich merke schon, das wird kein Rachefeldzug, das wird einfach nur eine Lachnummer. So, warte mal. Ich glaube, das war gerade... Da hat wohl jemand gerade wieder einen kleinen Fehler gemacht beim Reparieren. Aber keine Angst, ich werde dem Ganzen schon nachgehen. Ah! Da sieh mal einer an. Guck mal, da sind auch schon die ersten. Ich hab dich gesehen, Mädel. Siehst ein bisschen blutüberströmt aus. Ist das normal? Ah, ich... Jetzt lass das mal. Ich gebe einen Scheiß auf Paletten. Lass das. So, komm her. Wo bist du? Na? Scheiße gelaufen, ne? So, warte mal, Mädchen. Irgendwann reicht es auch, ne? Nee, ist Ende. Ist Ende. Oh, hi. Na? Komm mal her. Komm mal her, du siehst so... Du bist doch dieser Pizzabote. Ich kenn dich doch. Warte, wo ist er hin? Mann, ich krieg nie mit, wo die immer hinlatschen. Warte. Entschuldigen Sie? Entschuldigen, ich bin ganz zittrig gerade. Ach komm, hör auf. Finde ich aber ganz unfreundlich von Ihnen. Kommen Sie doch mal bitte wieder. Ach. Sie verarschen mich, ne? Aber weißt du was, ich gebe einen Scheiß auf sowas. Hören Sie auf, Sie mich zu verarschen. Ich war schon mal in ihrer Lage gewesen. So, jetzt lassen Sie das doch mal bitte mit diesen ständigen... Also, jetzt wird es nicht langsam lächerlich, ne? Nee, ich mein's ernst, wirklich. Lass es bitte jetzt. So, siehste, hast du davon. Hast du davon. Wärst du doch lieber mal zu Hause geblieben und hättest Pizza ausgeliefert, ne? Das wäre durchaus ein bisschen lustiger gewesen. Kann ich mir durchaus vorstellen. So, ich habe hier aber mal einen wunderschönen Haken für dich vorbereitet. Der ist auch extra für dich nicht desinfiziert. Habe ich doch gerne gemacht, ne? Schnuckelein. So, Rache. Und so schnell tauschen sich die Rollen. So, ich sollte mich nochmal um die anderen werten Herren und Damen kümmern. Die hier, glaube ich, auch irgendwo. Untriebig sind. Ich hab... Ja, hey, wer hätte deine Hand da nicht durchgebackt, dann hätte es vielleicht geklappt, Freundchen. Aber leider, naja. So, ach guck mal, ich sehe dich doch. Ey, Nathan Drake, komm mal her. Ich sagte, ich gebe einen Scheiß auf Paletten. Hast du gesehen? Mit meinen wunderschönen lackierten Schuhen habe ich die kaputt gemacht. Doofe Idee. Na, vielleicht doch nicht so doof. Freundchen, da hast du noch mal ein bisschen Glück gehabt. So, wo ist er? Da hinten. Dein Blau hat dich verraten. Aber wie krass man da doch hervorsticht, wenn man so ein bisschen farblich... Naja, mit am Start ist, sag ich mal, ne? So, wo ist er hingelaufen? Man soll ja immer diesen roten Spuren hier folgen. Nach oben, sagst du? Das ist gar kein Problem für mich. Hi! Jetzt reicht's auch langsam mal, Alter. Ihr mit euren blöden Paletten hier ständig, ne? Also... Ich mach die einfach direkt mal kurz kaputt, bevor hier noch irgendwelche anderen blöden Dinge passieren.
Ich zitter mich auch heute mit meiner Hand ein bisschen ab, kann das sein? So, warte mal. Generator. Generator, der läuft allerdings schon. Oh, blöde Idee. Ganz, ganz doofe Idee. Also, ich tu mal so, als ob ich vorbeilaufen würde. Lalalala. Warte mal. Da hinten läuft doch wer. Genau diese Kratzspuren hier. Da muss ich mal drauf achten. Das habe ich nämlich gelesen. Man soll denen immer hinterherlaufen, um die Leute nämlich wiederzufinden. Hi! Entschuldigung, haben Sie gerade eben hier am Generator rumgefummelt? Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein? Meins ernst, ich will nur freundlich sein. Entschuldigung, ich wollte das wirklich nicht. Bin so ausgerutscht, müssen Sie wissen. So, wo denn? Ach, hier. Solange Sie laufen, ist das Ganze nicht schlecht für mich. Mann! So, Kratzspuren. Wo ist sie hin? Hier rein. Jetzt geh doch mal durch. Alter, der Typ ist besoffen, Alter. Der schwankt die ganze Zeit so ganz komisch hin und her. Hier entlang. Mädchen, wo bist du? Überall langlaufen, ey. Ist echt unglaublich. Man merkt auf jeden Fall, ich bin nicht unbedingt der beste Killer. Hallo, sag mal, sie kenne ich doch, oder? Ach komm, das funktioniert sonst auch immer. Nein. Nein, wirklich nicht. Die Killer scheinen aber wirklich nicht die sportlichsten zu sein, ne? Wenn sie noch nicht mal über einfache Sachen mal eben schnell rübergeklettert kommen. Ey! Nathan Drake! Ach, Kacke! Jetzt habe ich's verschissen, ne? Ja, jetzt. Nein, jetzt habe ich dich. Entschuldigt mich. So, komm mal her. Dein Abenteuer ist für heute vorbei. Keine lustigen Rätsel mehr? Nein. Denn heute hängst du. So. Da kannst du auch so schreien, so viel du willst. Das, wird nicht dabei helfen, dass du jetzt ein dickes, fettes Loch in deiner Brust hast. Ja, tut mir leid. So, dann wollen wir aber mal eben kurz schauen. Normalerweise. Ey! Nein! Oh, ich verfehl immer. Ich bin doof. Na? Oh, bist du aber nochmal kont rüber geslidet? Respekt, Kollege, Respekt. Aber nicht mit mir. Nein, also wirklich nicht mit mir. Ich mein's ernst. So, einmal ordentlich auf den Kopf und dann läuft die Sache auch schon, ne? Da löppt der Lachs. Komm mal her, so. Ich schnapp dich mal eben kurz an der Unterbuchse und dann suchen wir dir mal ein schönes Plätzchen, wo man dich aufhängen könnte. Guck mal, das da hinten sieht doch eigentlich sehr schön aus, möchte ich meinen, oder? Da ist auch ein bisschen Aussicht hier auf die Map. Naja, wenn du mal in die andere Richtung gucken würdest, aber hey, man muss sich ja damit zufrieden geben, was man gerade hat. Ach komm, weißt du was, den ganzen Boden wir doch nochmal eben kurz bei, ne? Komm, so viel sind wir. Das muss sein. Ja, er hängt am Haken, ja. Yeah. Nee, warte mal. Ja, er hängt am Haken. Wem geht's heute schlecht? Wem geht's heute schlecht? Nein, eigentlich nicht. Nein, also eigentlich überhaupt nicht. Nein, also... Oh, warte mal. Hängt da noch? Nee, er fliegt gerade. Super, Alter. Erster Kill. Nice. Ich freue mich. So, warte mal. Wir sind gerade wieder ein bisschen betrunken, weil wir hier den Nathan Drake wieder am Haken haben. Auf dem Arm haben. Ist ein schwerer Dude, muss man wissen. So. Ah, ja. Und auch für dich sieht es heute nicht unbedingt ganz gut aus. So, wie viele Generatoren sind denn überhaupt noch? Tja, nicht unbedingt dein Tag, ne? Ich sag ja, mein Rachefeldzug. Wobei, ich möchte noch nicht zu vorlaut werden. Finde ich jetzt aber nicht so toll von euch, ne? Muss ich hier ehrlich sagen. So, wo seid ihr denn hingelaufen? Wir bei... Ah, da hinten. Und hier einmal durchs Schiff. Aber der liebe Nathan Drake hat heute, glaube ich, Vorrang. Der hat nämlich Geburtstag. Müsst ihr wissen. Guck mal, da hinten läuft er auch schon. Willst du mal herkommen? Nein, nicht heute. So. Das war Nummer 1.
jetzt lasst ja nicht jemand so viel Zeit dabei, immer ständig dein Blut davon abzuschütteln. So, warte mal. Warte, ich höre dich doch. Wenn du hier nicht ständig immer so viel rumstöhnen würdest. Ich gebe einen Scheiß auf Paletten. Ich sehe dich immer noch. Ich lass dich da heute nicht durchlaufen. Ey, sag mal, was soll das denn jetzt hier werden, Kollege? Kollege. Nein. Also ganz ehrlich, nein. Nochmal wird das nichts, nee. Zweites Mal kannst du es vergessen. Scheiße. Ja! Ja, wer hängt denn da? Wer hängt denn gleich? Wer hängt denn gleich? Lalalala. Der gute Nathan Drake. So. So, blieb nur noch einer. Wo der abgeblieben ist, kann ich euch leider noch nicht verraten. Oder die. War es eine die gewesen? Ich glaube, es war eine die. So, kann ich hier... ist gar nicht mal so schlecht, die Runde heute. Habe ich irgendwas gehört? Nein. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die Luke wollen wir mal schleunigst irgendwie mit so einem alten Blech oder sowas am besten abdecken. Ich glaube, das könnte sonst ziemlich in die Hose gehen, möchte ich meinen. So, wir halten Ausschau. Das Schwierige ist, die Leute natürlich erstmal zu finden. Ne? Wenn du sie erstmal jagst, dann ist das überhaupt kein Problemchen mehr. Kann ich hier irgendwie... Hab ich schon, okay. Ah, hi! Na? So. Nicht unbedingt dein Tag. Ne? Ja, ich sehe dich. I see you, la la la. Dumm gelaufen, möchte ich meinen. Habe ich sie noch erwischt? Doch, habe ich, ne? So, komm mal her, Schnurzelchen. Komm mal her. So, Regelrenate, liebe Freunde, Regelrenate. Die wird gleich noch mehr bluten. Liebe Frauen, bleibt ruhig, ja? Wir machen auch hin und wieder gerne Männerwitze. Also, wenn ihr richtig miese Männerwitze habt, dann gerne rein damit in die Kommentare. Ich erwähne es auch ganz gerne. So, guck mal hier. Hast du es sogar richtig schön warm mit der Mülltonne? Was gibt es Schöneres, ne? Ja, und so endet mein Rachefeldzug mit einem riesengroßen Erfolg. Tschüss, schönen Tag noch. Und auch diese Folge endet heute, liebe Freunde. Heute. Ja, genau, heute. Ja, dass er heute endet, ist nichts Neues. Aber liebe Freunde, das war auf jeden Fall so eine erste kleine Folge Dead by Daylight. Wenn ihr Lust drauf habt, würde ich liebend gerne wirklich in Zukunft mehr davon bringen. Vielleicht so als kleines Ersatz zu Monstrum, weil, ja, gut, Monstrum, ja, es macht Spaß, aber ist doch schon ein bisschen ausgelutscht. Ein bisschen sehr, ich meine, 40 Folgen, also... Deswegen, ne, wenn ihr Lust drauf habt, dann sagt es mir bitte in den Kommentaren, dann schreibt mir doch mal wirklich bitte rein. Ja, Tobi, ich würde gerne mehr sehen, würde mich sehr freuen, weil dann habe ich ihm halt so ein bisschen mehr die Resonanz, als wenn da einfach nur Likes sind. Auf jeden Fall, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin und tschüsseljo, euer Tobi.